Hallo, hier ist Franz von der World Judo Family. Der Covid-19, der Coronavirus hat uns voll im Griff. Fast alle Judo-Clubs haben ihre Dojos geschlossen und es finden keine Judo-Trainings mehr statt. Es ist zwar niemand krank, aber es sind einfach notwendige Vorsichtsmaßnahmen. Auch mich betrifft es. Als hauptberuflicher Judo-Trainer sitze ich jetzt zu Hause und bin zum Nichtstun verurteilt. Vorläufig sind alle Aktivitäten bis nach den Ostern gecancelt. Ich will aber mit meinen Schülern, mit meinen Athleten und mit meinen Freunden im sozialen Kontakt bleiben. Aber auch die Trainierenden sollen nicht zu Hause sitzen und tatenlos zusehen. Außergewöhnliche Situationen bedürfen außergewöhnlicher Lösungen. Ich habe mich entschlossen, Judo OP einzuführen. Judo ohne Partner. Dabei werde ich wöchentlich 1 bis 2 Videos drehen, wo es eine Anleitung für diese kontaktlosen Art des Judosportes gibt. Es ist eine Möglichkeit, Judo und deren Techniken zu üben und zu festigen und so auch weiterhin in Zeiten wie diesen unseren geliebten Sport auszuüben, quasi als Hausaufgabe. Dafür richte ich jetzt ein 4 Quadratmeter Dojo ein. Mehr Platz braucht auch ihr nicht. Mit einfachen Hilfsmitteln und ohne großen Aufwand soll es möglich sein, Judo OP zu trainieren. Neben der Technik gibt es Anleitungen für das Aufwärmen, Anleitungen für Kräftigungsübungen und vieles Interessantes rund um den Judosport. Ich werde euch auch interessante Persönlichkeiten des Judosports vorstellen, also ein bunter Strauß Judo, aber natürlich alles kontaktlos. Ich werde diese Videos auf YouTube veröffentlichen und alle meine Mitglieder per Mail die Links zusenden und meine Facebook-Community werde ich diese Links auch hier veröffentlichen. Alles natürlich kostenlos. Auch findet ihr die Links auf meiner Homepage unter www.worldjudofamily.com. Ihr könnt natürlich auch gerne ein Teil des Großen sein. Ich bin euch auch sehr dankbar für jede gute Idee, die ich in die Videoclips einbauen kann. Teilt sie mir einfach mit. Der Messenger ist das geeignete Kommunikationsmittel dafür. Mein Aufruf: Der Virus und alle staatlich notwendigen Maßnahmen können uns nicht davon abhalten, unseren geliebten Sport auszuüben. Jetzt halt kontaktlos. Ab Mittwoch könnt ihr mit den ersten Videos rechnen. Bleibt mir einstweilen nur die alte Weisheit: Judo endet nie. Verabschieden möchte mich einstweilen mit einem Sayonara. Bis zum nächsten Mal. Ciao, tschüss und auf Wiedersehen.